Und durch die Tür wollte ich eigentlich. Und ja, da hat er ja vorher dann die Speicherkarte genommen, was überraschend war, wie gesagt. Und ich glaube, wir sind im alten Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Polizeirevier angekommen. Kein Problem. Muss ich hier rein? Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Oh, das ist ja schön. Hier kann ich was, hier kann ich nichts hacken. Schade, schade, schade. Ich dachte, hier könnte ich was hacken. So, Batman soll ich einfach umlegen? Das, nee, ich leg Batman nicht um, ganz ehrlich. Was weiß ich? Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Was gibt's hier? Kann ich hier was hacken? Nö. Natürlich nicht. So, wir gucken mal um die Ecke. Oh. Pinguins Schläger haben diesen Raum gut abgesichert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Na gut, dann machen wir einen anderen Weg. Ich glaube, da geht's nach oben. Wir gucken mal, ob es hier irgendwo reingeht. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Das nehme ich persönlich, Pinguin. Ich bin nicht inkompetent. Ich kann es noch nicht versprechen. War nicht so gemeint. Ja. Ja, wir finden es. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück. Wo hat er denn die Info her? Ich war doch so leise. Hallo. So, wie immer, ich gehe mal auf eine Aussichtsplattform. Und dann gucken wir uns mal um, was wir denn hier Schönes haben. 5 bewaffnete Gegner. Ja, Mensch, das ist ja eine Party hier. Ich sehe 1, ich sehe 2, ich sehe 3, ich sehe 4. Und wo hat sich Nummer 5 versteckt? Dort. Ja, ist doch richtig kuschelig schön hier. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die ausschalten soll. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich hier das Explosivgeber auftrage. Ich habe noch keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Aktion ist. Ob die da überhaupt langlaufen oder unten drunter laufen. Der läuft oben drüber gerade. Tja. Ich gehe mal hier rüber. Wenn der unter mir langläuft, dann kann ich ihn vielleicht ausschalten. Oh. Moment. Was? Geh rüber und sieh nach, wer da schreit. Und den nehmen wir mit. Das ist überraschend. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgerät. Hierher, da oben wird ist es merken, jemand. Wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. So, 4 bewaffnet. Was? 4? Wie bist du da raufgekommen? Hilfe! Schneidet mich los! Mach ich. Der wollte, dass ich ihn durchschneide. Mach ich. So. Der kam von hier drüben, ganz sicher. Nee, da ist nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts mehr ist. Denn ich bin schon ganz woanders. Wo bist du? So. Wusch. Ich bin über dir. Hallo? Wer schreit da? Na, niemand. Kommt hier rüber. Oh, falsch. Den wollte ich nicht K.O. schlagen. Ich wollte den losschneiden. So. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Von wo? Soll mir das Angst machen? Ja, soll es. Aber ganz ehrlich. Wo zum hier ist niemand. Ich sag's nochmal, hier ist niemand. Keine Sorge. Ist alles gut. Wenn ich jetzt den auch nochmal an der gleichen Stelle erwische, dann schreie ich, glaube ich. Ja, ich erwische ihn. Und nein, ich schreie natürlich nicht, aber das ist, in gewisser Weise ist das witzig. So. Nummer 3. So, sehr schön. Batman macht das. Und er hat nur 2 Leute. Da unten ist der eine. Moment mal, wenn der da lang läuft, dann nehmen wir den da. Mit
bitte, ich gebe auf. Und jetzt ist die Frage. Meine Waffe fallen. Du musst mir nicht wehtun. Dann gibt's Ärger. Ich werde dich wieder erwecken und eigenhändig nochmal umlegen. Hallo, er gibt auf. Ich soll ihn verhören. Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Kabelpott. Er hat mich gezwungen. Kannst ihn haben, Batman. Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Was? Das klingt nicht gut. Das habe ich auch gerade gedacht. Was ist denn nun los? Wer sprengt denn hier was gerade in die Luft? Mr. Kappelbrot, was machen Sie da? Muss ich das aktivieren? Ich glaube nicht. So, hier ist nichts außer diese brüchige Wand. Die hätte man auch als Variante des Ausschaltens nehmen können. Aber hey, es hat auch so funktioniert. Und ich frage mich gerade, wo der Eingang in den Raum ist. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Mal kurz gucken. Ja, da hinten geht's raus. Okay, also Mr. Freeze wurde gekidnappt. Das ist überraschend. Und die Batterien des Controllers sind beinahe leer. Was für mich bedeutet, einen kurzen Schnitt, ich hole neue Batterien und bin gleich wieder da. Ach ja, ich sag euch, immer diese Probleme mit den Batterien in den Controllern ist schon schlimm. Und wenn es nicht die Batterien sind, dann sind es die Akkus und... Naja, also ihr kennt das sicherlich ja auch. Ich glaube, da komme ich noch nicht dran. Gut, später, vielleicht. Oder auch nicht. Ich sagte ja schon mal, ich mache die Ritterrätsel nicht. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Kabelpott muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Warum hast du das nicht schon davor gemacht? Ups, falsch Taste. Hier ist nichts. Das ist auf der anderen Seite. Moment. Das wissen wir, da ich hier vorhin schon mal war. Ach ja, mein lieber Scanner. Das funktioniert etwas anders als im Vorspiel. Aber im Prinzip immer noch gleich. Ne? Also man muss den linken und rechten Steuerungsstick in die richtige Richtung drücken und dann hoffentlich das richtige Wort bilden. Und ich kann mich daran erinnern, die Worte, also es gibt nachher mehrere Möglichkeiten der Wortbildung und man muss ein vernünftiges Wort herauskriegen. Das ist teilweise ein bisschen, na, ich sag jetzt mal zeitkritisch, aber es ist machbar. So, hallo, na, das ist die Amüsiermeile. Da draußen ist ja eine Party. Mensch, sag doch gleich, dass ihr so viel Spaß habt. Ich hab gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Kabelpott, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Der ist ja richtig nett. Der Pinguin. Ja. So, Air Tiger ist hier, das ist schön. Kabelpott beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Air Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Und ich frage mich, was Protokoll 10 ist. Cool, der Vane Tower da hinten. Ja, ich soll
irgendwie in die Richtung. Ach, da hinten. Entschuldigung, ich habe das große Fledermaus-Symbol gerade gesucht, aber das ist so ein bisschen vor den Gebäuden. Ich flieg mal los. Ignoriert mich mal, die Fledermaus fliegt an euch nur vorbei. Eigentlich bin ich fast so groß wie der ganze Helikopter da, ne? Naja, fast. Nicht ganz. Der Bandenkrieg hier drin eskaliert. Pinguin lässt bereits Brücken zerstören, um Jokers Leute festzusetzen. Meine Güte. Ich hoffe, das hat sie bei der Suche nach dem Heilmittel nicht behindert. Ich muss sie sicher nicht daran erinnern, wie wichtig es ist. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Museum. Das ist Pinguins Basis in Arkham City. Genau, aber bevor ich das mache, da steht unten neue Nebenmission. Tiger-Zentrale hier, AirTiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Wärmeabtastungen zeigen kein... Oh, Entschuldigung. Tiger-Zentrale hier, AirTiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Bewegung, ist leer. Gut. Lasst Cash und seinen armseligen Trupp zurück. Er war nie Teil unserer Mission. Nicht Cash! Auf keinen Fall! Warum steht denn da jetzt Bereich betreten? Gibt's eine Schnellreise? Ah, nee, gibt's nicht. Ich wollte schon sagen. Aber ganz ehrlich, nicht Cash! Da, also, da kenne ich gar nichts. Da ist auch meine eigene Gesundheit mir vollkommen egal. Wir retten Cash. Also, den mit dem Haken, der muss gerettet werden. Der ist so nett und lieb und deswegen... Nein, halt. Wir müssen hier runter. Ich dachte gerade, ich müsste die vor der Tür angreifen, aber es geht auch, dass ich einfach nur hier reingehe. Und hier waren wir doch schon mal drin. Hallo! Na, Cash? Ich soll euch mal wieder retten. Warum auch immer. Und der gute Mr. Strange wird mir richtig unsympathisch. Für den sind alle entbehrlich. Alle sind entbehrlich. Hauptsache Protokoll 10 wird ausgerufen. Oh nein, wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich, der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen, dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sind. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Und? Sollen wir beginnen? Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich? Was? Ein Instrument, dessen Musik durch ein pumpendes Herz entsteht. Was bin ich? Was? Sehr gut. Siehst du, du kannst es. Wenn du genug von meinen sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er ja bereits verurteilt worden. Okay. Ich gehe dann mal zum Gericht. Werd nicht so selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen, in ganz Arkham City, sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. Na toll. Okay. Ein Empfangskomitee draußen. Das ist schon mal eine gute Ankündigung, aber ehrlich gesagt, das führt mich doch zu den Riddler-Rätseln. Nein! Die wollte ich doch nicht machen. Ich habe gedacht, ich könnte an denen vorbeigehen, aber nun gut, ich wollte halt Cash retten und da haben wir den Schlamassel. Sei nie so freundlich und versuche jemanden zu retten. Ich sagte es doch, Batman ist hier. Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig. Töte ihn! Alle außer den Typen da. Na gut. Hey. So. Bleib du mal unten. Du auch. Dich schalte ich mal aus. Und dann müsste ich ihn hier verhören können. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag dir alles, was du wissen willst. War mir ein Vergnügen. Genau. Er hat mir alles gesagt. Gedankenkontrollenmäßig übertragen. Nichts. Ich meine, die Polizei.
Dann müssen wir mal weiter. Das Gerichtsgebäude. Ist das noch angewählt? Nö, ist es nicht. Aber jetzt. Kleine Nebenmission. Wir waren ja schon mal im Gerichtsgebäude. War eine sehr nette Sache. Ich muss nur mal kurz gucken. Da ist, glaube ich, der Eingang. Wir stürzen uns auf die Leute. Hallo. Nö, nö, nö. Die Fledermaus ist ganz... unbeteiligt hier. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Was ist los? Zur Weigerung zu kämpfen? Ey. Wo kommen denn hier so viele her plötzlich? Okay. Dann müssen wir uns eben durchprügeln. So, den schalten wir gleich so aus. Und die beiden schalten wir so aus. Aua. Das war die falsche Taste. Das funktioniert hoffentlich. So, den wieder gleich ausschalten. Damit wir hier keine größeren Probleme haben. Und den noch verhören. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Ja, danke. Und wir hören natürlich keine Informationen, weil wir schlagen die einfach so K.O. Ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, wir holen mal den netten Herrn, der hier als Geisel, oder die nette Frau, die hier als Geisel festgehalten wird. Ich denke, den kleinen Umweg können wir noch machen, bevor wir dann Richtung Pinguin und Mr. Freeze aufbrechen. Peng Peng, Ruhe im Gerichtssaal. Ach, ist das hier wieder Two-Face oder was? Peng Peng? Ich frag mich, wo... Oh, hier geht's gar nicht hoch. Ich dachte, man könnte von oben wieder ran, aber doch, es geht. Falscher Weg nur. Mein Fehler. Okay, so, also die Treppe oder Leiter geben wir wieder hoch und dann wiederholen wir das, was wir ganz am Anfang machen durften. Wir sehen uns mal kurz um. Wir haben hier 5 Unbewaffnete. Auch mit 5 wären wir doch hoffentlich aber fertig, oder? Mal gucken wir mal. So, zielen und springen. Und dann schauen wir mal, dass wir die alle umhauen. 4. Du wirst hier sterben, Missgeburt. So, noch einer. Den Grünen würde ich ganz gerne einfach nur verhören. Wenn es geht. Okay, geht. Riddler, rede. Oh Mist. Okay, okay, ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. Natürlich hilfst du ihm nur. Hey, immer diese Verbrecher, die nur irgendwas machen. So, und wir haben jemanden befreit. Na, wer bist du? Er hat das getan. Ja, das weiß ich schon, Eddie. Du kannst ganz ruhig sein. Eddie Borlo, ich hab dich gerettet und deswegen schneide ich dich jetzt mal los. Ich wollte es nicht. Er hat mich gezwungen. Er hatte meinen Freund. Er hat ihm ein Messer ins Bein gerammt. Es ist meine Schuld. Aber er wollte ihn töten. Riddler hat das getan? Er ist verrückt. Er hat mich gezwungen, sie aus der Kirche zu schaffen. Er sagte, sie würden sonst alle sterben. Ich hatte Angst. Er gab dir die Schuld für alles. Ich gebe mein Bestes. Er meinte, dass ich dir was ausrichten soll. Er war da sehr, sehr deutlich. Es sind nur ein paar Zahlen. 275. 275325. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Das klingt nach einer Funkfrequenz. Möchte ich die wirklich anwählen? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, weil dann habe ich ja ständig einen Funkkontakt zu Riddler und ich habe doch schon meinen Privatkanal zu Joker und Joker wird so schnell eifersüchtig und ganz ehrlich, na gut. Wir versuchen es. Wo ist hier eine 2? 2, 7, 5... Naja, das ist so ungefähr. Und 3, mal gucken. 3, 2, 5 müsste es sein. Ja.
Endlich! Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Hast du rausgekriegt, was die Zahlen bedeuten? Ja, es ist nur eins von Riddlers Spielchen. Er hat ihnen was gegeben, oder? Ja, ist nur ein Kästchen. Keine Ahnung, wozu es gut ist. Ich komme schon dahinter. Sie sollten zurück zur Kirche gehen, da sind sie sicherer. Ich gebe zu, an das Ding hier kann ich mich irgendwie gar nicht erinnern. So, Enigma-Maschine. Löse dieses Rätsel. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst, verschwinde ich. Was bin ich?